Herzlich willkommen, da spricht wieder Tom Oberbichler von der Mission Bestseller. Diesmal eine Videofolge auch, die gleichzeitig auch als Podcast-Folge für den Mission Bestseller Podcast dient. Ich bin in den letzten Tagen im Mission Bestseller Club, in der Self-Publishing Community, die ich im Februar 2018 gegründet habe und ich da jetzt begleite und leite, auf das Thema Live-Schreiben angesprochen worden, weil einfach die Teile der Teilnehmer begonnen haben, zu fragen, welche Erfahrungen gibt es zu diesem Thema. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt zugegebenermaßen nicht super viel beschäftigt habe, das aber so seit 3-4 Jahren immer wieder mal aufpoppt. Ich bin da für mich eher zufällig drüber gestolpert. Das war, da hat die Anja Weinberger so ein Business Booster Event organisiert, wo sie mir dann kurz bevor es losging, sagte: Tom, da ist noch jemand dabei, der was zu Büchern macht. Und da ging es um dieses Konzept Live-Schreiben. Da habe ich mir das erste Mal ein bisschen angeschaut. Und ich habe damals, es hat mich nicht super angesprochen, das war nicht meins. Ich meine, kein Wunder, ich mache es ja auch selber nicht. Wenn ich es wirklich super finden würde, dann würde ich es tun. Und ich habe aber die Gelegenheit gehabt, immer wieder mal ist es mir begegnet. Mal auf Twitter habe ich irgendwo jemanden gesehen. Es ist so, ich habe es jetzt nicht so als Bewegung wahrgenommen. Es ist mehr so, dass einzelne Leute vor allem, was ich immer wieder mitbekommen habe, war, dass sie den Beginn eines Live-Schreiben-Projekts verkündet haben. Ich habe relativ selten ein Ende gehört und ich habe auch, und das heißt nicht, dass es sie nicht geben könnte, ja, aber ich habe auch kein gutes und erfolgreiches Buch bis jetzt getroffen, das auf diesem Weg entstanden ist. Was ist Live-Schreiben überhaupt? Ich meine, Live-Schreiben ist immer live, ja, außer du lässt es jemand anderem machen sozusagen, aber das Live-Schreiben-Konzept ist im Prinzip eine Variante davon, dein Buch über einen Blog zu schreiben, um es mal in meinem vereinfachten Blick wahrzunehmen. Das heißt, der Grundgedanke ist der, dass du dein Buch schon öffentlich entwickelst und von Anfang an Feedback von idealerweise deiner Zielgruppe bekommst. Das klingt ja in einer gewissen Weise für manche Leute, das weiß ich. Wenn du das jetzt hörst, wirst du denken, oh Gott, ja, das will ich auf keinen Fall, weil es gibt Menschen, die wollen ein Produkt gerne in ein bisschen einen geschützten Rahmen fertig machen und es dann nach außen tragen. Und es gibt Leute, die sind extrem feedbackorientiert. Denen macht sogar mehr Spaß, wenn ihnen ganz viele Leute ihre Meinung zu dem sagen, was sie tun, auch schon in frühen Anfangsphasen. Also ich denke, das ist das erste wichtige Entscheidungskriterium für dich selbst, wenn du da reinschaust, ob du das machen willst oder nicht. Wie tickst du? Ja? Bist du jetzt eher so der Mensch, der sich die Dinge mit sich selbst ausmacht, der sich vielleicht einen kleinen Kreis von Mentoren, von Coaches, von Beratern, von Mastermind-Partnern sucht, von ausgewählten Testlesern? Dieses Konzept ist ja in der Buchbranche weit verbreitet, dass du dir so, wir nennen es dort Beta-Leserinnen, so wie bei einer Beta-Version von einer Software, das sind Menschen, die bekommen dein Buch zu lesen, bevor es veröffentlicht wird. Na, wobei meistens das Konzept so funktioniert, es gibt Unterschiede, da gibt es eine, die schreiben kapitelweise und geben das dann ihren Testleserinnen und arbeiten dann so rum. Und die anderen machen das Buch fertig, haben auch einen ersten Lektoratsdurchgang mindestens schon durch und stellen es dann zur Verfügung. Wie tickst du? Ja? Wie triggert dich dieser Gedanke an? Ja? Da hast du, glaube ich, schon ganz viel von dem, ob es für dich passen kann oder nicht. Ich denke mir, dass die wichtigste Voraussetzung, die du mitbringen musst, wenn du selbst ein Buch mit Live-Schreiben zum Erfolg machen willst, ist, du musst einen extrem guten Plan haben und auch eine sehr große, sag ich mal, innere Stabilität, dass du diesen Plan auch durchhältst, wenn du dann ganz viele ganz unterschiedliche Rückmeldungen kriegst. Also das ist ja, wenn du jetzt wirklich so dieses klassische Konzept von Live-Schreiben, ich schreibe jetzt die Kapitel jeweils als Blogartikel zum Beispiel, ne? Oder mehrere Blogartikel geben dann ein Kapitel, aber es ist wirklich, kommt sofort nach draußen.
da kriegst du halt ganz verschiedene Reaktionen, denke ich mir. Also ich meine, ich bin natürlich ein bisschen hier theoretisch, weil ich ja Live-Schreiben, wie gesagt, selber nicht gemacht habe. Aber ich weiß, wie Blogs funktionieren, wie Social Media funktioniert, was auf Facebook los ist, wenn du da was postest und dir Feedback holst von den Leuten. Ich finde, dass Feedback geben ja etwas ist, das gar nicht so einfach ist. Das lernt man in der Schule nicht. Da bist du, die meisten von uns, es gibt natürlich auch Ausnahmen, das weiß ich, sind da eher mit Feedback-Modellen orientiert, die extrem fehlerorientiert sind. Ne? Also wo die Leute dann zum Beispiel gar nicht auf den Inhalt achten, sondern dir nur irgendwelche Rechtschreibfehler präsentieren. Oder ich glaube, das ist ganz schwer. Also eine große Herausforderung ist, viele Informationen, die da auf dich einfließen, dann wirklich zu verarbeiten und da weiterzugehen. Also die Form, und das ist aber für mich dann schon wieder ein bisschen eine Weiterentwicklung, die mit dem Konzept, so wie es mir präsentiert wurde, nichts zu tun hat, ist, dass du dir einen kleinen Kreis suchst, der dir von Anfang an hilft. Und da bist du dann schon wieder bei dem Konzept, das auch ich vertrete, wo ich sage, du brauchst für dein Buch ein Team, ich nenne es halt Launch-Team, das in dem Fall aber du dir auswählst, wo du sagst, das ist eine bestimmte Gruppe von Leuten, die dir helfen, dein Produkt zu entwickeln und dafür als Gegenleistung von dir das Buch halt gratis kriegen und gleichzeitig so einen Einblick in das, wie du es machst. Es gibt auch, habe ich jetzt gehört, Modelle, wo man sich das bezahlen lässt, wo man da auch eine kleine Mitgliedschaft, Mitgliederbereich aufbaut. Das kenne ich nicht. Das ist meinem Denken auch ein bisschen fremd, weil ich da so mehr dieser Netzwerkmensch bin und mir denke, die Community, wenn es dir gelingt, rund um dein Buch eine Community aufzubauen, hey, das ist der mächtigste Marketinghebel, den du haben kannst. Und dafür würde ich die Leute nicht bezahlen lassen. Ich brauche die. Und die können, da kann wirklich ein total spannender Prozess draus werden. Nur, ich bestehe drauf, dass ich mir die Leute anschaue, die ich mir da hole, weil ich will entweder Leute, die wirklich genau der Zielgruppe entsprechen, für die ich das Buch schreibe, dann ist es natürlich sehr interessant, was sie da sagen. Oder, was ich auch noch spannend finde, sind Leute, die mit der gleichen Zielgruppe wie ich arbeiten, aber zu ganz anderen Themen zum Beispiel. Ja, also für mich, nachdem ich bin ja da Buchmentor und arbeite spezifisch mit den Leuten an ihren Büchern, für mich sind immer wieder interessant Leute, so mit Marketing-Coaches kann ich ganz gut andocken oder mit Leuten, die sich auf Internetseiten spezialisiert haben, die E-Mail-Marketing machen. Auch Designer und solche Sachen. Weißt du, wir haben die gleichen Kunden, aber andere Themen, anderes Businessmodell, das kann eine super, super Form sein. Nur, weißt du dir, und das ist im Prinzip mein Hauptachtungruf, wenn du jetzt ein gutes Buch schreiben willst, ja, wo du wirklich Wirkung erzielst damit, ja, wo du Leute von einem bestimmten Punkt abholst und sie über bestimmte andere Punkte wohin führst, dann brauchst du dazu einen Plan. Du musst dir ich nenne es halt die Reise des Lesers, der Leserin, du musst die planen. Das ist, ich habe in der Folge, da mache ich den Link in die Shownotes rein, es gibt eine, wo ich über Planung und Struktur von Büchern, vom Buchschreiben rede, jetzt spezifisch für Ratgeber und Sachbücher. Bei Romanen ist wieder eine ganz andere Geschichte, weil da würde ich mich nicht rauslehnen, weil da bin ich doch mehr der Konsument als der Fachmann. Ja, also ich habe viele Krimis gelesen, aber nicht geschrieben, auch nicht begleitet. Das ist es nicht. Aber bei so einem, du musst ja dein, es geht ja in der Regel geht es ja um eine bestimmte Art von Wissensvermittlung, die du anstrebst. Es geht aber auch, und das ist ganz wichtig, um die Frage, durch welche Zustände führst du die Menschen? Also die fangen ja immer an, du holst die Menschen an bei einem bestimmten Thema, bei einem bestimmten Problem, bei einer bestimmten Fragestellung, bei einem bestimmten Wunsch und führst sie über ganz bestimmte Zwischenschritte, und die gibt es immer. Das ist halt meine Botschaft, zu einem Zielzustand, zu etwas, das sie erreichen, wo sie ein neues Verhalten entwickelt haben im Idealfall, wo sie Erkenntnisse gewonnen haben und so weiter. Du brauchst also einen großen Bogen,
Und dann brauchst du noch für die einzelnen Unterkapitel immer kleine Bogen, wenn du so ein Buch wirklich gescheit planen willst. Jetzt was hast du da? Jetzt kannst du zwei Sachen machen. Du kannst natürlich von Anfang an ein ganzes Konzept offenlegen und das einmal diskutieren mit der ganzen Menge. Oder du gibst ihnen nur einen Ausschnitt. Ja? Und wenn du ihnen nur einen Ausschnitt gibst, was für ein Feedback kannst du bekommen? Wenn jemand den großen Plan nicht gibt. Ja? Also ich glaube, dass das nur dann eine wirklich gute Idee ist, wenn das Buch nicht der Hauptzweck der Aktion ist, sondern wenn du einfach eine Community dir aufbauen willst, wenn es dir um die Interaktion, um den Austausch mit den Leuten geht, ja, dann kannst du sowas machen. Da wirst du vielleicht nicht das beste Buch herauskriegen, was du unter den Bedingungen hättest schreiben können, weil du viel zu sehr abgelenkt bist von der Interaktion mit den anderen Menschen, weil letztlich, ich meine, wir reden ja schon, also davon, das möchte ich nochmal klarstellen, ich rede davon, dass du die Expertin bist, dass du der Mensch bist, der wirklich weiß, worum es geht und einen Wissensvorsprung und einen Erfahrungsvorsprung von den anderen hast. Da kannst du, und das finde ich wiederum gut, du kannst so einzelne Teile aus dem Buch rausnehmen und mal testen. Das ist ja ein super Tool, das mache ich, empfehle ich all meinen Autoren und Autorinnen. Nimm dir einen interessanten Teil von deinem Buch und biete das als Probekapitel an. Hol dir Leute in eine E-Mail-Liste rein und du mit denen dann ein bisschen testen und schauen. Aber das ist schon wiederum eine Auswahl, weil das suche ich mir jetzt dann, da nehme ich die Menschen, die sich zumindest insofern committed haben, dass sie haben sich so sehr interessiert, dass sie sich das geholt haben, das Probekapitel. Sie lesen es auch und sie müssen ja nicht drinnen bleiben in der E-Mail-Liste, wenn es das nicht interessiert. Also das, fast alle kriegen das hin mit dem Unsubscribe oder mit dem Abmelden, wenn sie es nicht mehr haben wollen. Da kannst du dir wirklich eine Community aufbauen von Leuten, die ein gesteigertes Interesse haben und die natürlich dir dann in der Zukunft, wenn du dann soweit bist, dein Buch real zu launchen, nach draußen zu gehen, das sind natürlich Top-Kandidaten und Kandidatinnen, wenn du eine Preisaktion machst mit E-Book, dass sie es sich dann auch kaufen. Das gilt übrigens auch für die viele von den Probeleserinnen, auch wenn sie es gratis bekommen, wenn du dann ein E-Book um 2,99 an den Start schickst, dann viele spendieren dir diesen Kaffee, weil sie wissen, dass es dir hilft, damit noch mehr Menschen zu erreichen. Also ich glaube, dass Verzettelung einer der großen Fallen ist, die da draußen wartet, dass du dann beschäftigt bist mit so vielen verschiedenen Perspektiven, die dir zu deinem Buch, wo du ja eigentlich der oder die bist, die den Überblick hat, da was gibt. Ich glaube, dass es ablenkt. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwierig ist, weil du willst ja nicht nur, es muss ja wirklich ein interaktiver Prozess sein, damit sich da was tut. Ja? Und du kannst ja auch nicht einfach nur alles abweisen. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen. Also ich glaube, dass es gescheit ist, dass du machst ja einen coolen Plan für dein Buch, du baust dann eine schöne Struktur, wie du da auf der Ebene das hast und dann machst du dir einen Marketingplan und in dem Marketingplan, da sind dann und wann natürlich Blogartikel rund um dein Buch dabei, da sind Probeveröffentlichungen dabei, das sind Podcast-Interviews zu dem Buchthema dabei, wo du immer wieder so ein bisschen dran bist, weil ich meine, ich gehe davon aus, dass du eine Ahnung hast von dem, was du schreibst und dass du auch schon mit Menschen dazu gearbeitet hast. Also dass wenn du irgendeine Theorie hast, von der du wo du noch nicht mal weißt, ob sie funktioniert, dann geh natürlich raus und teste das. Das bist du deiner Leserinnen schuldig. Aber glaub nicht, dass du dir die Entscheidung, ne, darüber, wo du die Leute abholst, wo du sie hinführst, dass du dir die abnehmen lassen kannst. Die Verantwortung bleibt immer bei dir. Und ich glaube, dass so zum Beispiel, was schon wiederum auch sehr gut funktioniert, das habe ich letztens wieder mit der Claudia Koscheda, die macht das so Redaktionsplan-Workshops mit Leuten, wo sie in einem Tag online den Redaktionsplan für ein halbes Jahr für einen Blog zum Beispiel erarbeitet. Natürlich kannst du, wenn du jetzt weißt, du schreibst ein Buch oder willst ein Buch schreiben, schon von Anfang an auch deinen Blog so konzipieren,
dass du da einen Teil des Buchschreibens auch dort stattfinden lässt. Aber das ist nie das Buchschreiben selbst, weil ein Blogartikel einfach andere Gesetze hat als ein Text für ein Buch. Du bist in der Sprache viel informeller, zum Beispiel bei fast allen Blogs, wenn du jetzt nicht gerade einen Wissenschaftsblog betreibst oder so. Ich habe da auch eine Dame, eine Autorin dabei, die so Geologiearbeit, zu Geologiebüchern machen wird. Da hast du natürlich vielleicht auf einem Blog auch ein bisschen eine andere Sprache, als es so üblich ist. Aber es ist nicht das Gleiche. Und wenn du versuchst, das zu mischen, musst du aufpassen, dass du am Ende dann nicht beim Überarbeiten sogar noch mehr Arbeit hast als sonst. Also ich glaube, dass es du einfach dir klar machen musst, um das ein bisschen so noch einmal zusammenzufassen, bist du ein Experte? Bist du eine Expertin? Hast du real einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung vor deinen Leuten? Wenn nein, ja, na dann raus, dann ist jedes Mittel recht, damit du Erfahrungen bekommst. Wenn ja, dann mach du dir den Plan. Hol dir gerne ausgewählte Leute raus, die dich schon in der ganzen Entwicklung begleiten. Ich meine, ich arbeite als Buchmentor und einen Lektor brauchst du sowieso. Aber es wäre zum Beispiel total vermessen zu glauben, du kannst dir mit so einem Schreiben in einer Blog-Community einen Lektor, eine Lektorin ersparen. Das ist, wenn dann eine Maßnahme, die du dir teuer kaufst, weil Lektoren und Lektorinnen, wir sind Profis, da kriegst du eine andere Art von Feedback, als wenn du sozusagen mit deiner Zielgruppe allein arbeitest. Es kann eine schöne Ergänzung sein und es geht im Leben immer darum, dass du dir die Elemente raussuchst, die für dich wirklich passen. Und für dich passen meine ich dein Business, die Leute, mit denen du arbeitest. Und verwechsle nicht Community-Aufbau und Buchschreiben. Ein Buch braucht eine Community und ein Buch kann und eine Community kann profitieren von einem Buch. Das ist immer schon klar. Ne? Es wäre nur, ich finde es halt schade, wenn du da deine Zeit ein bisschen verschwendest, wenn du dir nicht klar machst, wo du wirklich hin willst und auch nicht zu dem stehst, wer du bist und wofür du stehst. Das hat natürlich auch mit deinem Branding zu tun und ich finde, also einfach hinzugehen und jetzt einen Blog aufzumachen und dort loszuschreiben, wenn du ein Buch wirklich im Business-Kontext machst, das finde ich nicht hilfreich. Nimm dir doch ein paar Gedanken von dem an. Du weißt, du brauchst eine Community, du musst Leute einbeziehen, aber wähl sie dir doch aus. Ja? Du weißt ja, wer von wem du ein Feedback haben wirst, wo es dir hilft oder was nicht ist. Mach dir eine eigene Facebook-Gruppe zum Beispiel auf. Ein Autor, mit dem ich gearbeitet habe, der war im Programmiererbereich unterwegs, der hat so eine Gruppe von, das waren glaube ich 20, 30 anderen Programmierern gehabt, ne, denen er so die Kapitel mit den Beispielen so probeweise immer geschickt hat und dem dann Feedback gegeben. Das kann super funktionieren, aber nicht am Blog. Am Blog wird über den Fortschritt des Buchs berichtet. Am Blog wird über deine Meilensteine erzählt. Am Blog gibt es dann und wann einen Teaser. Am Blog gibt es die Einladung rein. Du willst ja mit den Leuten real in Austausch kommen. Das ist alles viel zu, in meiner Welt, zu unorganisiert. Ich denke mir, Blog schreiben ist cool und wenn du Bücher schreiben willst, brauchst du einen Blog und Buch schreiben ist gut. Und das sind zwei Dinge, die miteinander was zu tun haben, die aber doch zwei verschiedene Instrumente sind, zwei verschiedene Medien sind. Und ich glaube, wenn du wirklich auf hochwertige Qualität hinaus willst, tust du dir gut dran, zumindest ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, wo mache ich eine Überlappung, was will ich und was will ich nicht. Das ist, wie immer geht es darum, dass du nimmst dir die Gedanken mit, die für dich jetzt passen und du bist nicht der gleiche Mensch wie ich. Und für dich wird ein bisschen was anderes funktionieren, als was für mich funktioniert. Für mich ist, da bin ich ganz ehrlich, also ich gehe relativ spät raus mit meinen Produkten und hole mir dann die Meinung von den anderen. Ne? Aber das ist nicht jeder Mann und jeder Frau Sache, aber gerade schau, dass du das wirklich zu deinen Bedingungen machst. Ja? Und
wisse, dass du dir das Lektorat damit nicht ersparst, außer um den Preis von einer verminderten Qualität. Und wisse, dass es dein Job ist, den Plan für dein Buch zu machen. Und du kannst immer wieder testen, aber ich würde den ganzen Produktionsprozess schon wirklich in einem Rahmen stattfinden lassen, den du bestimmst. Das ist ja das Schöne, wenn man jetzt dann auch Teil von so einer Community ist, wie im Mission Bestseller Club, dann kriegst du halt auch mal eine 20-minütige Antwort per Video auf eine Frage oder per Audio. Aber nicht alle in der Community, das weiß ich ja mittlerweile, hören gerne. Darum gibt es jetzt gerade speziell, der Gruß ist jetzt an dich, auch eine Videofassung von der ganzen Geschichte. Schau es dir an. Das Wichtige ist, schreib dein Buch natürlich, lass dich nicht abhalten. Und es ist besser, du kommst mal ins Schreiben. Wenn das der einzige Weg ist, den du findest, um das zu machen, ist gut. Und sonst sei dir einfach klar, dass du einen Teil des Prozesses dir über ein öffentliches Engagement, ein öffentliches Schreiben zunutze machen kannst, aber nie den ganzen. Und dass du schön abwiegen darfst, auch was sich für dich wirklich lohnt und wie viel Energie du reingibst. Und mach dir da einen klaren Plan, überleg dir das, wie es für dich ein bisschen passt. Und schau mal, wie du wirklich das Beste rausholen kannst. Ne? Und eine gewisse Verbindlichkeit brauchst du da auf jeden Fall von den anderen Leuten auch. Und das Mindeste wäre, dass sie dir deine E-Mail-Adresse geben. Weil alles andere macht die Kommunikation viel zu willkürlich, finde ich, um damit wirklich professionell arbeiten zu können. Eine Facebook-Gruppe ist ein gutes Beiwerk dazu. Und wenn du dann und wann was da rausgibst, mach das. Ja? Und wenn du jetzt ein ganz anderes Projekt hast, ich gehe ja immer davon aus, das möchte ich jetzt am Schluss nochmal betonen, dass du zu einem bestimmten Bereich, zu einem bestimmten Thema arbeitest, wo du echt was weißt, wo du wirkliche Erfahrungen gemacht hast, wo du Leuten was zu geben hast. Wenn du jetzt einen E-Mail-Roman schreiben willst, ja, oder irgend so ein Fun-Projekt machst, ne, dann geh raus und tu das, ist doch egal. Aber wenn es dir darum geht, ein Buch zu nutzen, um dich und dein Business und deine Menschen, die für die du es machst, außer dir, weiterzubringen, dann brauchst du schon einen anderen Plan, als einfach nur rauszugehen und zu schreiben und zu schauen, was passiert. In diesem Sinne, mach dir einen Plan. Das ist eigentlich die wichtigste Aussage und schau dann, wie du ihn für dich am besten umsetzen kannst und nimm dir kein einziges von den Modellen, die irgendjemand da draußen dir als das einzig Richtige erzählt, an. Ich mache das ja auch nicht. Ja, ich gebe dir einfach meine persönlichen Eindrücke dazu wieder. Und Interaktion ist wichtig, aber tu dir auch nicht ausliefern in einem Prozess, der dich vielleicht dann ganz woanders hinführt, als du es in Wirklichkeit willst. In diesem Sinne, frohes Schreiben und ran an die Tasten. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche. Bis bald, dein Tom.